Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So, ich bin in Position. Von den drei Markierungen, die ich unterwegs machen wollte, habe ich gerade mal eine geschafft, weil die beiden anderen bewachte Schätze mit Stufe 20 Wächtern waren, die mir, obwohl ich es versucht habe, gelinde gesagt, den Arsch aufgerissen haben. Oi, und da ist auch schon das Pferd. Das müssen wir jetzt zähmen. Tiefe des Achsezeichens. Ich hoffe, es wird klappen. Ja, wir haben eines wirklich mit Hilfe von Axi eingefangen. Auf das setzen wir es jetzt. Und reiten einfach mal zum Flüsterhügel zurück. Schneller. Interessant, ich wusste gar nicht, dass wir mit Axi wirklich Wildpferde einfangen können. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, können wir die auch verkaufen? Weil so ein Pferd war ja zu der Zeit, wo der Witcher in etwa angesiedelt ist, doch einiges wert. Also damit könnten wir jetzt doch sicherlich ein schönes Zugbrot verdienen. Aber gut, schauen wir mal, wie wir es in die Höhle bringen. Ah, wir können hier direkt reinreiten. Perfekt. Das heißt, wir müssen es dann hier opfern, wenn ich es richtig verstanden habe. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Ich hoffe, wir gefallen, dass nichts da schlimmer ist als die Mumen. Dass du durchbohren musst. Und bring das Ross. So, wir haben jetzt immer noch die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir das Wesen nicht doch töten oder zerstören wollen. Aber ich bleibe bei meiner Entscheidung. Wir haben, egal ob wir jetzt dem Wesen oder den Mumen helfen, jeweils nur eine wahrscheinliche Chance, etwas über Ciri zu erfahren. Und wenn wir dem Wesen helfen und es uns nicht angelogen hat, kann es doch zumindest die Kinder retten. Hier sind die Rabenfedern. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Scheiß, wirklich. Die Augen gefallen mir nicht von dem Vieh. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden. Gut, das Pferd wird jetzt Schwarze Schönheit genannt. Nein, verstehe ich nicht ganz. Egal, ich mache mich jetzt auf zurück zum Dorf und werde im Dorf mal Bescheid geben, dass vom Baum aus jetzt keine Gefahr mehr besteht. Hoffe ich mal. Und dann werde ich mit den Herrinnen reden. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach so zum Dorf zurückspringen, da die Questmarkierung ja anscheinend noch immer auf das Pferd gelegt ist.
Aber mal schauen, was passiert, weil das Questlog sagt ja, ich soll jetzt im Dorf Bescheid geben. Oder war damit das Dorf im Sumpf gemeint? Nein, den Dorfältesten soll ich Bericht erstatten. Das steht schon da. So, mal schauen, wo der Dorfälteste ist. Vielleicht ist er ja einfach in seiner Hütte. Oder hat der Dorfälteste sich nach unten begeben? Wäre auch eine Möglichkeit. Dass ich ihn nur nicht gesehen habe, wie ich aus der Höhle rausgerannt bin. Probieren wir es mal aus und springen nochmal hin. Kostet ja nur ein bisschen Zeit, wenn überhaupt. So, da sind wir wieder. Das Pferd steht ganz woanders. Das Pferd steht hier bei dieser Statue, was auch immer. Das heißt, da unten war wirklich schon der Dorfälteste, mit dem ich jetzt hier reden kann. Der anscheinend mit ein paar Leuten gekommen ist, um, keine Ahnung, mich zu töten, falls ich nicht das tue, was die Mumien wollen. Was ist denn das für ein Ding? Ah, der Werwolf, den wir erschlagen haben. Verstehe schon. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ja, sagen wir die Wahrheit und erzählen von dem Geist im Baum. Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Spielt keine Rolle, das brauchst du nicht wissen. Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie war? Ich hab von sowas generell keine Ahnung. Die Mumen. Ihr nennt sie Herrinnen des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Oh fuck, er hat sich ein Ohr abgeschnitten. Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Über Wehlen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Es scheint fast so, als hätte ich mich doch richtig entschieden, dem Geist zu helfen. Denn diese Mumen sind mir nicht ganz geheuer. Vor allem nachdem ich gesehen habe, was für Bezahlung sie von den Leuten, die sie angeblich beschützen, fordern. Sind das die Mumen? Steck dein Schwert weg, Junge! In Wahrheit ist er sogar noch süßer. Und ihr seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit! Das ist doch nicht so.
haben sie anscheinend mit einem Bann an sich gebunden. Hängt da ein Arm von einem der Kinder raus? Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen. Gut, ich kenne dieses Zeichen. Die Kinder sind sicher. Das ist Anna, die Frau des Barons von Krähenfels. Sie gehört keinem Mann. Was, das ist Anna? Sie trug eine Frucht im Bauch, gewachsen aus dem Samen meines Mannes, den sie hasst. Wir halfen ihr. Dafür dient sie uns. Sie trägt das Zeichen. Sie gehört uns. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Diese verdammten Mistgeburten haben uns nur ausgenutzt. Ihr habt mich den Flüsterhügel zähmen lassen. Das war viel Arbeit. Nichts ist umsonst, tapferer Mann. Hast du die bösen Mächte vernichtet? Unserem Reich Frieden gebracht? Ich habe den Geist, der im Baum gefangen war, befreit. Hört ihr das, Schwester? Verräter! Sie hat die Kinder entführt. Sie war es. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte den Dorfbewohnern helfen und habe meinen Teil erfüllt. Jetzt sind sie sicher. So, übers Ohr gehauen hast du uns also. Würde ich nicht sagen, ihr habt einfach nur euren Auftrag schlecht formuliert und ich habe hineininterpretiert, wie es mir gepasst hat. Wessen Geist war da im Baum gefangen? Der Geist von jemandem, der einst den Tod betrogen hat. Du hast eine uralte Macht befreit. Sie wird sich anderswo erheben, wo wir nicht hin können. Wieder wird Blut fließen. Zu welchen Torheiten Menschen doch fähig sind. Im Wandteppich habt ihr anders ausgesehen. Wir haben uns für dich hübsch gemacht. Wenn du wüsstest, wie lange wir vor dem Spiegel gestanden haben. Begehrst du uns? Das Einzige, was ich gerade begehre, ist ein Eimer, in den ich reinkotzen kann. Ich bin beeindruckt. Polymorphie, ein seltenes Talent. Oh, ich würde dir noch den letzten Tropfen aussaugen. Ah, oh, ich würde mit dir verwoben sein. Ich wäre deine Beste und Letzte. Deswegen bin ich nicht hier. Unser Abkommen, mein Teil ist erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, Aschblond, so nennen sie das. Fingerdünn, verstört und erschöpft, konnte kaum stehen, das arme Ding. Wir sorgten für sie so gut wir konnten. Als wäre sie unsere eigene Tochter. Vergebliche Liebesmüh, ein ungezogenes Mädel. Verschlagen, bockig, selbstsüchtig. Ich glaube, die stellen sich gerade besser dar, als sie wirklich sind. Vielleicht wollten sie sie gesund pflegen, aber nur um sie anschließend zu benutzen oder keine Ahnung, was mit ihr anzustellen. Die junge Frau, die ich suche, hat noch nie jemanden grundlos verletzt. Hast sie lange nicht gesehen. Sie hat sich zu ihrem Nachteil verändert.
Warum hat sie euch angegriffen? Sie ist nicht mehr das Mädchen, das du kennst. Ihr Zorn verzehrt sie. Ich glaube euch nicht. Ihr haltet angeblich immer Wort. Also sagt mir alles genau so, wie es passiert ist. Wir sagen es dir, tapferer Junge. Und die nächste Rückblende, in der wir mit Ciri spielen und hoffentlich mehr Wahrheit erfahren als gerade eben von diesen drei Hexen, die wir hoffentlich anschließend erschlagen können. Wir lasen die Eingeweide und sahen die Ohren. Wir sahen ihr Ebenbild wie eine Fata Morgana in einer Pfütze. Sie kam aus dem unteren Sumpf. Zuerst wussten wir nicht, dass sie die Angekündigte war. Ein Kind des älteren Blutes, der gesäte Samen, der zur Flamme wird. Ach, sie wollten sie behalten wegen ihrer magischen Begabung. Jetzt wird mir einiges klarer. Sie fielen uns in die Hände. Älteres Blut. Das Blut der Verräterin. Schläft sie jetzt? Wie ein Lamm. Kommt, Schwestern, nicht getrödelt. Der Tisch ist gedeckt, der Kessel brodelt. Das dürfen wir nicht. Sie ist doch für ihn. Im Lirith kriegt sie, ja, aber nicht am Stück. Gut gesagt. Wir werden nur mal kosten. Dachte ich's mir doch, dass sie versucht haben, sie zu essen. So dick. Perfekt für eine Brühe. Oh, ich kann sie schon schmecken. Wunderbar. Geh schon. Das sollst du bereuen, Mädchen. Bitter bereuen. Gut, die Mumien arbeiten mit der dunklen Jagd, mit der wilden Jagd zusammen, was nur einen Schluss zurücklässt. Wir werden sie töten. Gut, da die dunkle Jagd hinter uns her ist, sollten wir vielleicht die Beine in die Hand nehmen und nicht kämpfen. Obwohl der Kampf sich recht angeboten hat, beziehungsweise sehr verlockend war. Aber an der Stelle muss ich schon sagen, war die wilde Jagd Ciri sehr, sehr nahe auf der Ferse oder auf der Spur. Ihre Spur verloren. Das ist leichter gegangen, als ich gedacht habe, den Typ abzuschütteln. Schon wieder zu leicht. Das dürfte gerade vorhin der Sturz gewesen sein. Sie schlachten wie ein Tier und dann fressen. Bei dem die Geschichte des Barons eingesetzt hat. Haben uns an unsere Jugend erinnert. Älteres Blut. Außergewöhnliches Mädchen, wie du weißt. Wie schade, dass sie geflohen ist.
Gut. Was mit den Mumien passieren wird, überlege ich mir bis zur nächsten Episode. Denn für heute haben wir schon genug getan und erlebt. Und somit wäre die heutige Episode auch leider schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich für das Dabeisein. Hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr auch dementsprechend beim nächsten Mal dabei sein werdet. Falls es euch gefallen hat, denkt bitte dran, mir entsprechendes Feedback zu geben. Ist für mich auch sehr motivierend, ein bisschen mitzubekommen, wie es euch gefallen hat oder dass es euch gefallen hat. Oder einfach überhaupt, dass es jemand bis zur Endcard geschafft hat, um diese kleine Nachricht zu hören. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr werdet wieder dabei sein und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute.